Frau Bachmann, wir sind heute in der Friedenskirche, hier im Veranstaltungssaal. Sie bauen gerade auf für eine Ausstellung, die morgen beginnen wird. Was werden wir sehen können? Ja, wir sind fast fertig. Wir sehen Mein Herz von Europa. Ich setze mich mit meiner Kunst sehr stark für Europa ein. Und heute in dieser Ausstellung, die morgen um 18 Uhr beginnt, sehen wir nur Bilder, die sich auf Europa beziehen. Einmal hier in diesem Raum die Flaggenbilder zu allen 28 Ländern der Europäischen Union. Dort über dem Klavier sieht man dann unser wahrscheinlich ausscheidendes Mitglied Großbritannien, hat einen Baustellenzaun symbolisch bekommen. Ich bin ja immer noch der Hoffnung, dass das vielleicht nicht geschieht. Ja, und im Einzelnen geht es dann weiter in den nächsten Raum. Da sieht man Pastellkreidebilder von einigen Besuchen in europäischen Ländern wie Malta, Polen, Slowakei, die Niederlande. Dort ist das Ei in Brüssel und da geht es so weiter. Und auf der Seite sieht man ein kritisches Bild, der reiche Eurobürger mit der afrikanischen Ebene, wo die Menschen weniger zu essen haben als wir hier in unserem Europa. Dazu nimmt auch das Flaggenbild dort oben Stellung. Die große Europaflagge und seitlich sind die ganzen Länder nochmal gekennzeichnet, die 28 kleinen Flaggen der 28 Mitgliedstaaten. Und rechts von dem Bild sieht man Hände, die in die Höhe sich strecken, mit dem Hinweis gemeint auf die Flüchtlinge. Und im Restbereich, im oberen Bereich, sieht man dann noch weitere Bilder zu einzelnen Ländern Europa, die ich alle schon besucht habe. Das sind Erinnerungen und Inspirationen und meine Interpretation dazu. Also ich habe fast alle besucht. Mir fehlen noch drei Länder, die kommen dann bis zum nächsten Jahr. Ja, und morgen wird der F eröffnet durch den Hausherrn Pfarrer Gunnar Plewe. Danach spricht Bürgermeister Bernhard Marewski. Danach spricht Dr. Hans-Georg Mayer von der Europa-Union, Vorsitzender der Europa-Union. Am Ende werde ich noch einige Worte sagen. Und zwischendurch hören wir den Chor des Musikgymnasiums aus Oulu, der hier heute zu Gast ist, aus der Partnerstadt Oulu in Finnland. Ich wünsche viel Spaß bei allem. Und wenn ich es morgen nicht schaffe, wie lange kann ich es mir noch angucken dann? Ach ja, das geht noch bis zum 26. Mai, also bis zum Europawahltag. Denn diese Ausstellung ist auch so gemeint, um die Leute herzulocken, sie zu sensibilisieren und nicht vergessen, wählen zu gehen. Bis zum 26. nach der Wahl nochmal schnell hierher kommen oder vor der Wahl sich inspirieren. Und dann ist Ende. Sie haben den Flyer der Europa-Union gerade in der Hand. Das sind auch weitere Veranstaltungen der Europa-Union in der nächsten richtig. Zeit. Dann werden wir am 15. Mai wird es eine europäische Weinprobe geben, auch hier in der Friedenskirche mit Herrn Dr. Hans-Georg Mayer, Vorsitzender der Europa-Union. Am 17. Mai, Freitag, wird Herr Michael Gutbier sprechen über den Brexit, ob er nun kommt oder nicht, Vortrag, Diskussion. Und am 21. Mai informiert nochmal Dr. Hans-Georg Mayer, brauchen wir Europa, auch Vortrag mit einer Diskussion, wo Fragen gestellt werden können. Alles das ist in der Friedenskirche. Dann gibt es noch weitere Veranstaltungen am 9. Mai, das ist im Bürgermeisteramt. Da werden alle Parteien vorgestellt, die man wählt, nicht alle Parteien, aber einige Parteien zur Europawahl. Also ich denke, es sind 5, 6 Vertreter verschiedener Parteien da. Und dann nochmal am 25. Mai ist die Europa-Union in der Stadtmitte vertreten mit einem Stand, wo die Bürger sich nochmal am vorletzten Tag informieren können. Die meisten Ausstellungen von Ihnen sind eintrittfrei, morgen auch? Morgen auch wieder eintrittfrei. Herzlich willkommen. Vielen Dank.